Moin zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Final Fantasy VII Remake Integrate hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, mit versnifften Armen, würde ich mal sagen, mit eingeschränkten Armen, sind wir immer noch hier in dieser Zugfahrt unterwegs, hier mit unserem ICE, möchte gern Express hier in Richtung Sektor 8 Slums, dürfte es sein. Und oder in Sektor 7, glaube ich. Ja, eine von den beiden Sektoren wird es auf jeden Fall sein. Und ja, in der letzten Ausgabe haben wir uns ja mit sehr, sehr vielen Gardisten, Grenadieren, Kommandanten und messen müssen, mit den Wachhunden alle easy weggeklatscht hier ohne Probleme. Und ja, jetzt sitzen wir hier und genießen unsere heimliche kleine Fahrt in Schwarz. Und ja, bevor wir aber da einsteigen, würde ich mal einmal ganz kurz in die Gegnerdatenbank mal gehen, weil wir haben nämlich einen neuen Gegner hier zu Gesicht bekommen, nämlich den Gungaga-Kommandeur. Gungaga ist gerade im Crisis Core ein sehr, sehr toller Lieblingsbegriff. Gerade ja in Bezug auf einen bestimmten Charakter, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte, weil dann müsste man, wie gesagt, Crisis Core gespielt haben und dann würde ich auch vielleicht eventuell wissen, was aus Rebirth vorwegnehmen. Deswegen belassen wir das Ganze mal. Gungaga-Kommandeur hier, besiegt, geschockt und natürlich Schwäche ausgenutzt. Oh, ein richtig geiles Schild auch noch nebenbei. Hier so schön mit einem... Was ist das denn? Ist das ein Drache oder sowas, ne? Schon geil aus hier. Kommandeur der Shinra-Sicherheitsbehörde. Er zählt zu den stärksten Kämpfer der Shinra-Sicherheitsbehörde und befehligt eine Einheit in Sektor 8. Ja gut, also dafür, dass er... Sieht cool aus, aber... Hier schön wieder mit seinem Taser. Ja... Wo der sich dachte irgendwie, jo, den hätte ich genützt. Aber nö. Haben wir ihm natürlich hier das Privileg nicht gelassen. Wir können ja mal ganz kurz in die Ausrüstung mal reinschauen. Wir sind eigentlich momentan ziemlich gut bedient, muss ich schon fast sagen. Ich glaube, wir haben sonst auch nichts Neues, außer diese Zusatzinhalte. Ich bin auch mit der Materie, die wir haben, jetzt auch eigentlich bisher sehr zufrieden sogar. Wir haben ja nämlich einmal Glut, ne? Feuermagie, Heilmagie und dieser Ausweichrundschlag und Rundumschlag ist halt echt das Gelbe vom Ei. Also eigentlich sehr, sehr geile Kombi, was wir hier jetzt erstmal haben. Und ja, ansonsten Anleitung dürften wir... Oh, wir haben ein bisschen was Neues. Oh, Grundlagen, Ausrüstung, Materia. Da können wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen durchlesen. Also die Zeit nehme ich mir jetzt auf jeden Fall. Und wer jetzt irgendwie meint, hier meine Geschichtsstunde jetzt nicht hier irgendwie extra anhören zu müssen, dann skippt einfach den Part oder schaut euch das bei einem anderen Let's Player oder Let's Playerin an. Jedenfalls, ich nehme alles mit, ja, was das Spiel so bietet. Und dazu gehören auch leider so ein bisschen hier die Erklärungen mit dazu. Ausrüstung und Materia. Und ist ja auch natürlich ein bisschen hier... Wiederholung. Jeder Charakter kann jeweils eine Waffe, eine Rüstung und ein Accessoire ausrüsten. Zudem können durch das Einsetzen von Materia in die Materia-Slots von Waffen und Rüstungen zusätzliche Fertigkeiten und Magie verwendet werden. Waffen erhöht die physische bzw. magische Angriffskraft des Charakters. Jede Waffe besitzt eine eigene Waffenfertigkeit, die auch unabhängig von der Waffe verwendet werden kann, sobald ihr Geschicklichkeitswert maximiert worden ist. Also, das heißt so viel wie, je öfter wir unsere ATB-Angriffe einsetzen, also jetzt unsere Mutattacke oder in dem Fall jetzt mit dem Panzerschwert unseren Impulshieb, umso stärker wird der Angriff. Und das wirkt sich auch auf unsere Attributspunkte aus. Rüstungen verringern den Schaden durch physische bzw. magische Angriffe, kennen wir ja schon. Jede Rüstung hat verschiedene Stärken und Schwächen und schützt beispielsweise besser vor magischen als vor physischen Angriffen und auch umgekehrt. Manche Rüstungen warten wiederum mit anderen Qualitäten auf, wie zum Beispiel mit zusätzlichen Materia-Slots. Accessoires sind spezielle Ausrüstungsgegenstände, die verschiedene nützliche Effekte haben. So gibt es zum Beispiel Accessoires, die die Stärke und Magie erhöhen oder eine Vergiftung verhindern können. Materia wiederum können in den Materia-Slots von Waffen und Rüstungen eingesetzt werden, wo sie ihre Wirkung entfalten. Je nach Ausrüstungsgegenstand variiert die Konfiguration und Anzahl der Materia-Slots. Das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir nochmal ein paar Anleitungen hier, wie man eine Aespa beschwört.
Wird jetzt für den späteren Verlauf wichtig, also wenn man jetzt diese Zusatzinhalte nicht hat, dann kommt das Tutorial eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber gut, hier musst du uns das Spiel das ein bisschen vorwegnehmen. Macht aber nichts. Im Kampf gegen starke Gegner regen sich manchmal die Kräfte von Espern, dem Beschwörermateria, schlummern. In solch einem Fall erscheint eine Beschwörungsleiste. Sobald diese Leiste gefüllt ist, eilt eine Esper an deine Seite und unterstützt dich im Kampf. Um eine Esper rufen zu können, muss eine Beschwörermateria in einem entsprechenden Slot eingesetzt worden sein. So, das kommt aber wie gesagt nachher erst. Sobald eine Esper erscheint, wird sie an deiner Seite kämpfen, bis die Beschwörungsleiste verbraucht ist. Esper greifen deine Gegner von selbst an, du kannst ihnen aber auch Kommandos erteilen. Dafür werden allerdings ATB-Einheiten deiner Gruppenmitglieder benötigt. Ah, okay, das ist interessant. Das müssen wir uns vielleicht merken, weil das bringt dann auch immer ein bisschen eine taktische Komponente mit sich. Sobald die Zeit abgelaufen ist, die einer Esper in dieser Welt zuteil ist, entfesselt sie noch einen letzten, machtvollen Angriff, bevor sie wieder von dannen zieht. Alles klar. Ja, dann haben wir nochmal was zu den Elementen. Viele Fertigkeiten und Magien sind bestimmten Elementen zugehörig. Die magischen Angriffe Feuer, Eis und Blitz gehören zum gleichnamigen Element. Aero gehört zum Element Wind. Finde die elementaren Schwächen deiner Gegner heraus, um großen Schaden anzurichten. Okay, ja, haben wir ja schon ein bisschen zu Gesicht gekriegt oder das Ganze hier mitbekommen bei den Kommandeuren zum Beispiel oder bei den Sturmgardisten. Ja, da war Feuer zum Beispiel sehr effektiv. Allgemein glaube ich so bei den ganzen Shinra-Sicherheitsbehörden, Mitglieder, Security, Sicherheit, Wachmänner haben ja Feuer nicht so gut vertragen. Okay, wie das jetzt bei den anderen Elementen aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, wie gesagt, Feuer war auf jeden Fall effektiv. Ja, dann haben wir nochmal was zu den Zustandsveränderungen, sowohl Buffs als auch Debuffs. Buffs sind dann im Endeffekt hier Zustandsveränderungen, die sich positiv auf uns auswirken, und Debuffs sind negative Einflüsse, die wir bekommen. Ja, es gibt verschiedene Buffs, und beispielsweise bei Regena heilt es uns allmählich TP, also Regeneration einfach. Barriere zum Beispiel verringert den erlittenen physischen Schaden, Magiebarriere den magischen Schaden, Schild wiederum wehrt den physischen Schaden ab und Reflekt wirft den magischen Schaden sogar zurück. Bei Hast beschleunigt es die Aufladung der ATB-Leiste, Widerstand schützt vor negativen Zustandsveränderungen und Schutzengel belebt einmal wieder. Und hier haben wir dann die Debuffs. Löst ein Gegner durch eine Magie oder eine Fertigkeit eine Zustandsveränderung bei dir aus, musst du schnell handeln, setze ein Gegengift oder Magie wie Medica ein, bevor es zu spät ist. Bei Gift stetige TP-Verringerung, Stille ist keine Magie einsetzbar, bei Schlaf ja, haben wir Bewegungs- und Handlungsunfähigkeit. Gemach verlangsamt das Aufladen der ATB-Leiste. Also im Endeffekt ist es eigentlich fast alles nur umgekehrt. Stopp ist Handlungsunfähigkeit. Frosch? Große Verringerung der Kampfkraft? Okay, es gibt sogar Frosch-Status, interessant. Tobsucht, ignoriert die Verteidigung und greift wild an, vergrößert sowohl erlittenen als auch erteilten Schaden. Aha, aber das ist jetzt kein Debuff so in dem Sinne, oder? Zorn, beschleunigt das Aufladen der Limitleiste, aber vergrößert den erlittenen Schaden, und Trauer verringert den erlittenen Schaden, aber verlangsamt das Aufladen der Limitleiste. Zustandsveränderungen lösen sich nach einer bestimmten Zeit oder nach dem Kampf von selbst auf. Ist uns schon klar. Ja, dann haben wir noch mal ein bisschen was zu... Och nee. Okay, langsam reicht's. Also ich meine, wir haben das ja doch schon alles durchgelesen, oder? Also das ist noch mal... Ja, die einzelnen Segmentpunkte oder einzelne Themen noch mal in detaillierterer Form. Also können wir auch wirklich jetzt mal überspringen. Oh, da gibt es jetzt aber mal ein großes Lexikon zu Materia. Unter dem Menü, okay, das haben wir ja eigentlich schon ein bisschen besprochen. Ich guck mal, ob wir da noch vielleicht allgemein neue Themen haben, die vielleicht interessant sind. Materia verbessern, die du in Waffen und Rüstungen eingesetzt hast, erhalten nach Kämpfen FP und werden mit der Zeit verbessert. Ja, das haben wir ja, denke ich, schon mitgekriegt im Laufe des Let's Plays. Verstärkte Materia erhöhen deine Parameterwerte stärker oder erlauben dir den Einsatz von noch mächtigerer Magie. Die Materia Glut zum Beispiel verbessert sich folgendermaßen. Es gibt einmal Feuer, dann wird es bei Stufe 2 zu Feuerer und bei Stufe 3 zu Feuger. Wix im Kampf zwischen den verschiedenen Stufen einer Magie, indem du ja, Steuerkreuz links und rechts drückst. Ja, und so sieht es dann auch in bildhafter Vorschau aus. Fertigkeitenmateria.
Setze Fertigkeiten Materia in einem Slot ein, um verschiedene Fertigkeiten freizuschalten. Erleichtere deine Gegner zum Beispiel mit Stehlen um ihre Gegenstände oder löse ihre Schwächen mit einer Analyse. Ich hätte gerne die Analyse. Einfach mal, um herauszufinden, ne, wie die Gegner so hier ticken. Komplementärmateria sind ergänzende Materia, die dem Materia, mit denen sie verbunden sind, zusätzliche Effekte verleihen. Komplementärmateria des Typs Elementar verleihen Waffen und Rüstungen eine elementare Zugehörigkeit. Es gibt noch weitere Arten von Komplementärmateria. Mit Amplifikation zum Beispiel kann der Wirkungsbereich einer Magie vergrößert werden. Beachte jedoch, dass sich der verursachte Schaden bei einem größeren Wirkungsbereich verringert. Wechsel mit L1 zwischen den Optionen. Dann haben wir noch ungebundene Materia, zum Beispiel TP-Boost, Magie-Boost und Gil-Boost. Erklärt sich, denke ich, von selbst. Setze Beschwörer-Materia in speziell dafür vorgesehene Slots ein, um gegen besonders starke Gegner eine Esper zu dir rufen zu können. Beschwörer-Materia erhöhen zudem die Parameterwerte der Waffen, in die sie eingesetzt wurden. Aha. Okay, das ist interessant. Also das heißt, wir kriegen da auf jeden Fall einen Boost auf unsere Waffen. Rein theoretisch werden wir also stärker. Okidoki. Hab ich kapitscht. So einfach geht's anscheinend. So, haben wir da andere Angriffe jetzt? Ne, wir haben Mutangriff und Impulsieb. Also mehr haben wir jetzt auch erstmal nicht. Schade. Also, was heißt schade? Also, ich finde es halt eigentlich wiederum gut. Ach, okay. Wir können ja nochmal kurz bei den einzelnen Gegenständen mal vorbeischauen. Wir haben jetzt mittlerweile Supertrank als neuen Gegenstand, der uns 700 TP heilen lässt. Okay. Super. Was haben wir das denn? Kuriert Trauer. Okay, wir haben Hyper, aber... Wann haben wir das denn bekommen? Okay, irgendwie habe ich dann jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Okri-Medaille? Haben wir eine gelbe Blume? Ah, okay, bei den Schlüsselgegenständen können wir ja auch noch die Beschreibung durchlesen. Eine Blume, die Blumenverkäuferin aus Sektor 8 dir geschenkt hat. Die Blume sieht aber auch so hoch aufgelöst aus, ne? Panzerschwert. Okay, da haben wir die einzelnen Armreife nochmal. Accessoires haben wir auch ein bisschen was. Ja, wir haben da schon so eine kleine Sammlung. So ist es nicht. So, jetzt machen wir aber mal hier weiter. Ne? Lange genug gequasselt. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen nochmal die Action sprechen lassen. Da habe ich mich zu meinen Broskis hingestellt. Ne? Damit wir mal wieder mit ihnen quatschen können. Na du? Vielleicht bin ich ja bereit, ein bisschen mehr mit dir zu reden. Also, ne? Mit unserer Aktion haben wir uns nicht gerade beliebt gemacht. Du hast ja vorhin eine andere Stimme bekommen. Was ist denn jetzt los mit dir? Naja, kann man nichts machen. Ja, lass den inneren Cloud in dir frei. Mit unserer Aktion haben wir uns nicht gerade beliebt gemacht. Die breite Masse weiß nicht, wofür wir kämpfen. Kann's kaum erwarten, mir all den Schweiß und die Keime runterzuspülen. Also du hattest schon mehrere Gelegenheiten gehabt, dich in die Dusche zu begeben. Ich meine, du hast theoretisch sogar jetzt noch die Gelegenheit im Zug. Ja. Kann ich nicht mehr mit dir reden? Was ist los? Die breite Masse weiß nicht, wofür wir kämpfen. Ja, es waren Shinra-Angehörige. Ich würde da jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Also... Ich meine, klar, die haben natürlich einen Grund mitzureden gehabt, aber naja. Sind sicher ganz nett. Ich tue einfach, als ob ich schlafe. Das wäre das Beste. Ja, Barrett hat ja gerade in der letzten Ausgabe da richtig was abbekommen. Naja, mal gucken, was er so zu sagen hat. Ein Hoch auf Shinra, was für ein Schwachsinn. Hip, hip, hurra! Wir tun das euch, Digga. Ein Hoch auf Shinra. Was für ein Schwachsinn. Wir tun das euch, Digga. Ist schon cool zu hören, dass der zweite Satz von Barrett irgendwie so ein bisschen druckvoller und lauter klingt als der erste von ihm gesagte Satz. Hoffentlich kommen wir bald an, was? Ja, oh Mann. Also so wie er Cloud behandelt hat bisher, muss ich halt natürlich sagen... Ist man schon ein bisschen angepisst auf Barrett, nenne ich es jetzt mal. Aber gut, so eine Rede hat er ja jetzt auch nicht verdient gehabt, ne?
Also da müsste man eigentlich jetzt die Shinra-Mitarbeiter hier vorknöpfen. Aber naja, gut. Man kann ja nicht jedem recht machen. Die wissen ja gar nicht, wofür wir kämpfen. Stimmt's, Cloud? Guck mal, er ignoriert mich. Also er ist schon gut. Okay, wir ignorieren einfach mal den Fakt, dass der schnarcht. Aber Jesse scheint da wieder mal mit uns einen Smalltalk führen zu wollen. Aber jetzt bitte bloß mich nicht anbaggern, okay? Hast du kurz Zeit? Eigentlich nicht. Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Ach. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon. Aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Oh oh. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Oh, das könnte Stress geben. Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makrogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Ah. Hat aber auch nicht ganz Unrecht hier, der Barrett, ne? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Leben ist uns vorher bestimmt. Kapitel 3. Der Himmel in den Slums. Hey, hier, willkommen hier zurück. Sind wir. Oh, ihr seid aber okay. Was denkst du denn? Papa! Na, mein Spatzi? Ich hab dich vermisst. Mir ist nichts passiert. Ach, wie schön. Nichts passiert? Was ein Glück. Bin ich froh. Ja. Wir haben's geschafft! Astra, gesund und munter zurück. Die Mission war ein voller Erfolg. Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten. Genau. Leute! Ja, vorher habt ihr euch doch nicht so gefreut, hä? Wir fliegen auf. Oh Mist. Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh. Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tiefer. Davon weiß ich nichts. Ja, schon auf dich. Tiefer? Okay, das wissen wir ja schon. Slums von Sektor 7, Bahnhof. Oh, Barrett. Aber ich meine, dafür, dass die... unsere Gruppenmitglieder sich jetzt irgendwie so getrauert haben über ihre Aktion, freuen sie sich jetzt ja trotzdem. Oh, eine Alpha-Wand versperrt mir den Weg. Schade, ich komme ja nicht in den Zug rein. Das ist also Sektor 7. Guckt euch das hier oben an. Ist ja komplett zugemauert. Dieser Platte. Als ob da wirklich der Himmel kaum bis gar nicht zu sehen ist. Wahnsinn.
haben denn Marco Reactor und ich gemeinsam? Ich will den Witz hören. Wenn wir stillstehen, ist alles vorbei. Tag ein, Tag aus, diese Schufterei. Okay, ich hab damit etwas Witzigerem gerechnet, aber vielleicht ist es auch einfach nur nicht mein Humor. Lass mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Wirklich nicht gesehen? Tut mir leid, hier war so viel los. Kann ich hier rein? Nein, ich kann hier nirgendwo rein? Viele Menschen sind verunsichert. Naja, ein paar von ihnen trinken und feiern wie immer. Trotz so einer Katastrophe? Hast du die Riesenexplosion im Fernsehen gesehen? Ja, wer hat das nicht? Ja. Ich bin richtig ausgehungert. Wollen wir uns was an den Buden vom Bahnhof kaufen? Der Burgerladen, den du so magst, hat heute ausnahmsweise die ganze Nacht offen. Echt? Das nenne ich Glück im Unglück. Ja, wie sich die Musik jetzt aber auch echt wieder entspannt hat, ne? Es ist auf einmal wieder so ruhig, so friedlich. Keine Shinra-Gardisten, die uns jetzt auf den Sack gehen. Ash sucht anscheinend auch nach uns. Ah, er hat uns jetzt angestrahlt. Na, und wonach suchst du? Nach deiner Bestimmung, oder? Okay. Sag mal, bist du im Stehen eingeschlafen, oder was? Nachts würde sich doch eh niemand auf den Eisenbahnfriedhof trauen. Hat sich rumgesprochen, dass es hier spuken soll. Sowas zieht alle möglichen Spinner an. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Gerede, dass das letzte Opfer hier von Geistern angegriffen worden sein soll? Alles Quatsch. Geister gibt es nicht. Muss man schon sagen, ne? Das Gesicht von ihm sieht schon aber hoch aufgelöst aus. Meine Herren. Es wird echt immer gefährlich. Also man sieht da auch schon so ein bisschen Sprossen. Friedhof wurde gesperrt? Hast du das gar nicht gehört? Angeblich wurde dort jemand von wandelnden Schatten angegriffen. Aha. Okay. Aber jetzt hoffentlich nicht von den Leuten hier mit den schwarzen Roben. Mit den langen Roben, meine ich. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Sind so einige schon wieder richtig am Feiern, ne? Na? Und? Auf der Arbeit? Alles okay. Solange die Züge fahren, fängt meine Schicht morgen früh nach Plan an. Was ist los? Nichts ist los. Ich wollte nur euch ein bisschen zuhören. Heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Wie? Okay. Na gut. Dann sollen wir uns wohl auf den Weg zu Tifa machen. Ich glaube, sie ist auch diejenige, die die Auftraggeberin noch war. Hier für die Mission. Sonst hätte das Barrett ja auch gar nicht erwähnt. Der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Was? Informationen zum Zugverkehr der nächsten Tage werden morgen früh bekannt gegeben. Wir entschuldigen uns für die Umstände. Mann, das ist ja genauso schlimm wie in der Deutschen Bahn. Der Zugverkehr ist für heute beendet. An alle Reisenden, bitte verlassen Sie jetzt das Bahngelände. Ja gut. Müssen wir es ja wohl übermachen. Na, was verkaufst du so? Oder stehst du einfach da, weil du hier stehen musst? Nach so einem Tag wie heute muss man die Leute auch nachts mit Essen steigen. Er scheint sich deine Worte zu Herzen genommen zu haben. Wir haben alles richtig gemacht. Alle rausnehmen. Wie wär's mit einer heißen Suppe aufs Haus dazu? Wir wärmen nach dem Schreck schön auf. Ach, das wäre nett, danke. Lass mich mal kurz hier ran. Okay, dann halt eben nicht. Ich fand nur gerade diese Schallplatte ganz interessant. Es sind ganz schön viele Leute hier, ne? Die hier chillen. Guck mal, der hier, der macht sich aber mal das Leben so richtig... Okay, ich will nicht wissen, wo er gerade eben angefasst hat. Ja, Alter! Hast du das nicht gesehen? Den Tipp hast du vom Wallmarkt, oder? Darauf würde ich mich nicht verlassen. Komm schon, wenn das klappt, können wir auf der Platte leben. Klingt ja schön, aber trotzdem... Ja. Der Reaktor ist explodiert, Papa. Hey, das ist doch die Shinra-Angestellte. Keine Sorgen.
Ich und meine Kollegen bauen ihn wieder auf. Das machst du bestimmt mit Links, Papa. Genau, überlass das mir. Mhm. Oh, das klingt gut. Morgen hätte ich Zeit. Mein Bruder klebt die ganze Zeit vor den Fernseher. Kommt von den Nachrichten einfach nicht los. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich frage mich, ob sie die Täter schon gefasst haben. Nö. Kann ich euch sagen, nö, haben sie noch nicht. Na toll, jetzt sitzen wir in den Slums. Ich glaube, ich wäre lieber tot als in diesem Drecksloch. Psst, nicht so laut. Wir können doch nicht... Was gönne ich mir denn heute für einen Drink? Ja? Kann ich mir was kaufen? Damit kann ich leider nicht dienen. Oh. Ich bin einfach das Stärkste, was wir haben. Ja, mir bitte auch, danke. Buy one? Get one free. Oh, das ist doch mal ein guter Service. Ey, kannst du uns noch auch mal was geben? So was wie auf dem Wallmarkt. Ich hatte da mal einen Drink, der schmeckte echt himmlisch. Ja, okay. Ich gebe dir einfach das Stärkste, was wir haben. Das ist einige aber auch hier echt besoffen. Also dafür, dass sie mitgekriegt haben sollten, dass in Sektor 8 da eine Katastrophe stattgefunden hat, würden sie hier sehr glücklich. Oh, guck mal, wenn man hier in die Richtung entlang läuft. Dann merkt man ja schon, dass das Hintergrund sich hier nicht mitbewegt. Das ist einfach ein stumpfer Hintergrundbild, was sie hier hinzugefügt haben. Hey, geil. Also ich meine, klar, das ist ja ein Remake vom Original. Also ne, man kann da jetzt auch nicht zu hohe Erwartungen haben, aber das ist schon trotzdem lustig. Es wirkt halt irgendwie... Ja, das wirkt irgendwie so ein bisschen, als wäre das einfach nur so eine ja, eine JPG-Datei. Aber warum kann ich die Schallplatte hier nicht nehmen? Ah, kann ich nicht. Aber vielleicht komme ich ja noch später hin. Na gut. Gehen wir mal weiter. Wir haben ja noch 225 Meter. Die Explosion hat die ganze Platte erschüttert. Wo war? Aber dann haben die das ja auch irgendwie ein bisschen davon mitbekommen, oder? Diese Terroristen müssen verrückt sein. Natürlich sind die verrückt. Schlagen überall ihre Verschwörungsplakate an. Avalanche? Hab ich schon mal gehört. Avalanche soll eine super Truppe sein. Hab ich mal gehört. Die auf der Platte hatten es nur wegen ihrer Reaktoren so gut. Aber das wird sich jetzt ändern. Wenn es denen da oben auch mal schlecht geht, wissen sie endlich, was wir in den Slums durchmachen. Beruhigt euch, Leute. Ja? Die auf der Platte hatten... Teilweise aber auch gleiche Charaktermodelle. In der ganzen Stadt wimmelt es von Gardisten, die nach den Terroristen suchen. Vorhin habe ich hier sogar einen Hubschrauber durch die Luft fliegen sehen. So ein irrer Anblick. Klingt nach echtem Chaos. Das ist richtig. Der Reaktor. Er stand lichterloh in Flammen. In Sektor 8 waren alle Wege durch Schutt versperrt. In Sektor 8 gab es an allen Ecken Explosionen. Ja, haben wir schon verstanden. Was ist denn das denn? Marco ist der Lebenssaft. Bla bla bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Redet einfach richtig random mit uns, ne? Sieh doch nur. What? Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Was geht hier gerade vor sich? Und schon wieder tauchen die Geister vor unserer Nase auf. Aber was war das gerade eben jetzt für eine Einbildung gewesen? Warte mal, hatte Cloud gerade eben so eine Vision gehabt, dass die Platte hier eingestürzt wäre? Wie krass wäre das? Das wäre extremes Foreshadowing auf das, was eigentlich später passieren sollte.
Was machen denn die Geister hier die schon wieder? Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Und du? Muss ich mal verfolgen. So, dann haben die jetzt erstmal aufgehört zu reden. Sehr schön, dann kann ich mich jetzt nochmal kurz umschauen. Weil die Zeit nutze ich mir auf jeden Fall. Was ist das denn? Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Nein, das wäre doch mal was für uns, oder nicht? Hier legst du dich besser nicht an. Geheim. Aber ich will hier rein. Ich kann das. Hier, ich habe ein Hütchen weggehauen. Eine Pylone. Und nun? Was willst du da mit deiner Möchtegern-Spielzeugknarre hier anstellen? Nein, ich glaube, da kommen wir sowieso noch später hin. Oh, denke ich. Aber können wir eigentlich noch... Nö. Können wir nicht. Die Garde weiß bestimmt, wer hinter dem Anschlag steckt. Oh, da haben wir Gardisten. Oh, müssen wir uns jetzt mit denen fetzen, oder was? Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl. Und was ist, wenn ich das hier ablehne? Wegen erhöhter Sicherheitsvorkehrungen ist dieser Weg momentan gesperrt. Bitte entfernen Sie sich auf der Stelle. Immer noch zu lasch. Traust du dir das nicht? Los, sag mir das direkt vor die Fresse. Schrei mich an. Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrung ist dieser Weg momentan gesperrt. Sehr gut. Entfernen Sie sich augenblicklich oder ich muss Sie festnehmen. Na also, es geht doch. Weiter so. Das war doch gut. Ich fand gerade deine Ansprache hier richtig schmächtig-mächtig. Oh, mehr habt ihr nicht zu sagen? Ja, dann bin ich wieder weg. Meine Freude. So. Waren aber auch nette Gardisten hier, ne? Die haben uns jetzt nicht irgendwie direkt hier versucht, wieder mal zu kloppen. Sondern, ne, die waren jetzt schon netter auf jeden Fall. Ach, krass. Slums von Sektor 7. Da müssen wir hin. Wow. Okay, also das Spiel zwingt uns auch direkt dazu, uns in diese Richtung zu begeben. Ja gut, würde auch die Sinn machen. Also, aber ich würde mich doch gerne hier umschauen wollen. Kann ich das nicht? Klingt eher nach einem Reaktorunfall. Sind wir hier in dem lass mich mal kurz vorbei. Wenn hier was passiert. Ist auf jeden Fall ein Ah, nee, kann ich nicht. Rückkehr zum Geheimversteck. Irgendwas? Ich weiß auch nicht. Mann, dieser Trubel heute. Ah, ich brauche ein Bier. Oh ja, das ist doch mal ein richtiges Stichwort hier. Prost an dieser Stelle. Ja, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, ja, hebe ich mir das Ganze hier als Cliffhanger für die nächste Ausgabe auf. Das passt ja, denke ich, sehr, sehr gut, weil wir müssen ja so oder so in die Richtung latschen. Und ja, dementsprechend ja, tiefer einen Besuch abstatten, die uns dann quasi den Auftrag hierfür gegeben hat. Da sollen wir nämlich als nächstes hin und ja, dann machen wir das dann in der nächsten Ausgabe. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, zum Let's Play Final Fantasy 7, dem Remake, auf dem YouTube-Kanal DemonGamerXP. Und falls euch diese heutige Ausgabe gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits oder auch ein Abo auf dem Kanal, um keine weiteren Videos hier an dieser Stelle zu verpassen. Ich wäre an dieser Stelle raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin und haut rein!